Hey, mein Name ist Frank von Frankshed's Woodwork und in dem heutigen Video will ich dir zeigen, wie ich aus dieser Ecke gemacht habe. Wenn du dich also für das Thema Gartenmöbel selber bauen interessierst, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran, denn nach dem Intro werde ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Wie auch schon beim Bau von der Eckbank oder beim Bau von dem Tisch verwende ich auch hier wieder das Holz Garapa, was ich freundlicherweise von Osmo zur Verfügung gestellt bekommen habe. Die meisten von euch kennen ja die Firma Osmo, wenn es um Oberflächenbehandlung geht. Allerdings wissen die wenigsten, dass die auch ein wirklich unglaublich umfangreiches Holzsortiment haben und dort findet man unter anderem auch solche exotischen Hölzer wie Garapa oder auch andere. Und gerade wenn man Möbel nach dem Palettenprinzip baut, sind solche Hölzer hier, die ursprünglich für den Terrassenbau gedacht sind, wirklich ideal dafür geeignet, um damit auch Möbel zu bauen. Aber jetzt legen wir mal direkt mit dem Bau los und anfangen werde ich mal wieder damit, diese Bretter hier an meiner Kappsäge auf Maß zu schneiden. Woran man auch gut erkennen kann, ob das Holz richtig gelagert wurde, wenn die Enden hier versiegelt wurden, in diesem Fall mit Wachs. Das verhindert ein Ausreißen und ein Spalten des Holzes. Solche Stellen sollten aber auf jeden Fall weggeschnitten werden, da wenn man nämlich noch später eine Oberflächenbehandlung geplant hat, hier natürlich kein Öl darauf fällt. Natürlich durften die Winkel, die später die oberen Ablagefächer halten, nicht einfach nur gewöhnliche Winkel sein. Aus diesem Grund zeichnete ich mir wieder auf Papier freihand eine Form, die ich dann später auf das Holz übertrug. Die Winkel, um das Brett später zu halten, habe ich ja gerade eben aufgezeichnet und da habe ich auf ein Brett sogar zwei Stück drauf bekommen. Die werde ich jetzt an meiner Bandsäge hier aussägen. An meinem Spindelschleifer entfernte ich noch die Sägespuren und rundete alle notwendigen Kanten mit einem Abrundfräser ab. Die Winkel richtete ich aus und fixierte diese mit einer Schraubzwinge. Dann drehte ich das Ganze um und verschraubte es von hinten mit zwei Edelstahlschrauben. Und damit war der erste Teil, die Rückwand, eigentlich schon fertig. Kommen wir nun also zum zweiten Teil, dem Schuhregal. Im Prinzip ist das Schuhregal wirklich einfach gebaut. Das wirklich Anstrengende war, die ganzen Einzelteile zuzuschneiden, vorzubohren und zu verschrauben. Was ja auch noch hinzukommt, ist die Tatsache, dass Garapa ein wirklich sehr massives Holz ist, wodurch das ganze Arbeiten dementsprechend länger gedauert hat. Vor dem Verschrauben habe ich auch hier wieder alle relevanten Teile mit einem Abrundfräser abgerundet. Hier war mein Frästisch wirklich extrem praktisch. Wie ihr merkt, ich mache das ziemlich oft, mir ist das aber auch sehr wichtig, weil ich es einfach unglaublich störend finde, wenn solche Möbelstücke irgendwelche Kanten haben, an denen man sich wehtun kann oder im schlimmsten Fall die Kinder sich verletzen. Bei der Planung habe ich auch schon darauf geachtet, dass man später keine Schrauben von außen sieht, dementsprechend habe ich auch alle Löcher vorgebohrt. Der Abstand zwischen den einzelnen Ablagefächern habe ich so gewählt, dass ich drei 20 cm Fächer und vier 15 cm Fächer habe. Das ist die ideale Größe, die ich für unsere Schuhe gewählt habe. Die Abstände übertrage ich auf die andere Seitenwand und wiederhole die Arbeitsschritte. Um die Wahrscheinlichkeit des Wackelns zu minimieren, säge ich an den unteren Stellen noch vier Füße aus. Das sieht nicht nur besser aus, sondern lässt die gesamte Konstruktion auch stabiler stehen. Bevor ich die Bretter für die Rückwand der Garderobe an der Wand montieren kann, säge ich mir an meiner Tischkreissäge noch einmal drei Leisten aus Reststücken zu. Diese richte ich in einem gleichmäßigen Abstand mit einer Wasserwaage aus und verschraube sie mit der Wand. Nun kann ich auf diesen Leisten die Bretter für die Rückwand der Garderobe verschrauben. Dies hat zwei Vorteile. Zum einen muss ich nicht so viele Löcher in die Wand bohren und zum anderen ist so auch immer für eine gute Belüftung der Bretter gesorgt, wodurch sich kein Schimmel bilden kann.
Mit der Hilfe von ein paar fleißigen und motivierten Mitarbeitern macht so ein Projekt auch wirklich doppelt Spaß. Und nun kann ich auch schon zum dritten und letzten Teil kommen, und zwar dem Bau von zwei kleinen Bänken. Ich hatte gerade eben bei dem allerletzten Schritt, und zwar bei dem Bau von diesen kleinen Bänken hier, richtig gute Hilfe, und zwar vom Vito. Ja, genau. Und der war nämlich wirklich sehr, sehr fleißig und hat mir alle Maße berechnet, die ich jetzt brauche. Nochmal dafür vielen Dank, Vito. Die beiden Sitzbänke sind nicht nur als Sitzgelegenheit geplant, sondern sollen auch als Schuhablage dienen. Sie bestehen wirklich ausschließlich aus ein paar Reststücken, die vom Bau, vom Tisch, der Eckbank und von der Garderobe übrig geblieben sind. Wie genau die beiden Bänke aufgebaut sind und welche Techniken ich dabei angewendet habe, muss ich nicht wirklich erklären, denn es sind genau die gleichen, die ich beim Bau der gesamten Terrassenmöbel angewendet habe. Falls euch jetzt jedoch der ein oder andere Schritt nicht ganz schlüssig ist, dann würde ich euch einfach empfehlen, die anderen beiden Videos vom Bau zu den Terrassenmöbeln zu schauen. Ich werde euch die Playlist dazu unten in die Videobeschreibung legen. Dies sollte alle offenen Fragen eigentlich beantworten. Den Grundrahmen von den beiden Bänken will ich auf jeden Fall wieder, so wie auch bei den anderen Teilen, eigentlich auch mit Pocket Holes machen. Und hier kann man auch sehen, das ist ein 10 cm breites Stück. Ja, und da müssen quasi auf beide Seiten jetzt zwei Schrauben rein. Und wie ihr hier seht, ne, ein wenig grenzwertig, aber das wird auf jeden Fall noch gehen. In dem Fall will ich Edelstahlschrauben verwenden, aber die Rückwandschrauben von Spax, die ich habe, das sind keine Edelstahlschrauben. Und aufgrund von dem Tipp, der mir in dem letzten Video gegeben wurde, werde ich jetzt einfach Edelstahl-Senkopfschrauben nehmen. Hier werde ich quasi noch so eine kleine Unterlegscheibe drunter legen, ja, das dann quasi als Flachkopf dienen soll. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Würde ich nur den Senkkopf nehmen, wäre die Gefahr sehr groß, dass das Holz dann splittern würde. Was ich euch aber noch unbedingt mit auf den Weg geben will, und ich habe es ja auch bereits im Video zum Bau von der Eckbank erwähnt, nehmt Edelstahlschrauben und bohrt alle Löcher vor. Nicht nur das Vorbohren ist wichtig, sondern auch das Ansenken. Wenn ihr nämlich solche Schrauben einfach ohne Vorbohren in das Holz treibt, kann es euch auf jeden Fall passieren, dass diese Hölzer reißen oder sich spalten. Es ist mir im Laufe des Projektes auch schon das ein oder andere Mal passiert und hat mich ziemlich geärgert. Zum Schluss runde ich noch einmal alle Kanten ab, die ich vergessen hatte, und verschraube die beiden Bretter für die Ablagefläche. Die Ecke ist eingerichtet und alle Teile soweit fertig. Jetzt wird nur noch geschliffen und danach geölt, und das war's dann auch schon. Na, guckt mal an, was ich hier für einen kleinen Besucher habe. Husch, husch, es geht los. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum letzten, aber auch schwierigsten Schritt bei dem ganzen Projekt, und zwar das Anbringen der Kleiderhaken. Bei der Gelegenheit will ich euch noch ganz kurz einen Tipp mit auf den Weg geben, und zwar jedes Mal, wenn ich etwas geölt habe, so ungefähr 10 bis 20 Minuten später oder je nachdem, wie lange es halt gedauert hat, das zu ölen, streiche ich mit einem ganz normalen Küchentuch einfach nochmal das überschüssige Öl ab, wodurch die gesamte Oberfläche auch nochmal feiner wird. Diese Kleiderhaken hier, die habe ich zum Teil von eBay bestellt, aber diese beiden hier oben habe ich mal irgendwann auf dem Flohmarkt gefunden, und die liegen bestimmt schon seit 2 Jahren bei mir in der Werkstatt. Und nun haben diese beiden Kleiderhaken endlich einen würdigen Platz gefunden. Wie ich es ja auch schon beim Bau von der Eckbank oder beim Bau von dem Tisch gesagt habe, das Holz Garappa ist der absolute Wahnsinn. Also ich kann mir einfach nicht helfen, Leute. Das Zeug sieht einfach nur dermaßen geil aus. Die Bretter haben in sich einfach so viele unterschiedliche Maserungen und Farben, dass es einfach nur bis zum Moment des Ölens einfach ein Geheimnis ist, wie das Ganze im Endeffekt wirklich aussieht.
An dieser Stelle muss ich aber auch sagen, dass es für die Maschinen, für die Holzbearbeitungsmaschinen eine ganz schöne Belastung ist, mit so einem Holz hier zu arbeiten, da es wirklich sehr massiv und schwer ist. Und wenn man das Ganze jetzt damit vergleicht, wie es vorher hier aussah, muss man doch definitiv sagen, dass die Sachen jetzt nicht nur besser verstaut sind, sondern das Ganze auch noch viel schöner aussieht. Oder was meint ihr? Die restlichen Sachen habe ich in der Eckbank verstaut, die ihr ja wie in dem Video gesehen habt, habe ich ja unter der Eckbank noch eine Menge Stauraum gelassen und da hat auf jeden Fall alles reingepasst und da ist definitiv noch Luft nach oben. So eine Art von Outdoor-Garderobe ist nicht nur wirklich praktisch, sondern sie lässt sich auch nicht nur auf einer Terrasse bauen. Man kann sie auch auf einem kleinen Balkon bauen oder zum Beispiel auch im Hausgang. Überall, wo sich der Platz findet, ist dieses Ding hier auf jeden Fall nicht nur schick, sondern auch verdammt praktisch. So, und mit diesem Video wäre dann eigentlich auch die Videoreihe abgeschlossen zum Thema Gartenmöbelbau. Ihr habt ja bereits das Video zu diesem Tisch gesehen und das Video zu dieser Eggbank und nun das Video zu dieser Outdoor-Garderobe. Nun ist die Terrasse endlich fertig und ich kann euch sagen, Leute, ich bin nicht nur verdammt froh darüber, sondern auch verdammt stolz darauf, was ich hier geleistet habe. Wenn ihr die Videos zum Bau von dem Tisch oder auch zum Bau von der Eckbank gesehen habt, dann habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass ich bei dem Bau von diesen beiden Dingen hier auf das ein oder andere Problem gestoßen bin, wodurch ich aber auch definitiv gelernt habe und an den Fehlern auch gewachsen bin. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann gehe ich mal stark davon aus, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen hoch freuen und natürlich abonniert diesen Kanal, Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um auch hier wirklich kein Video mehr von mir zu verpassen. Wenn dich interessiert, welche Maschinen und Werkzeuge ich in diesem Projekt hier oder in all meinen anderen Projektvideos verwendet habe, dann wirf jetzt mal direkt einen Blick unten in die Videobeschreibung, denn dort werdet ihr einen Link finden zu meiner Homepage, auf der ihr eine ausführliche Auflistung aller Maschinen und Werkzeuge findet, die ich in meiner Werkstatt verwende. Wenn euch das Thema Gartenmöbel selber bauen weiterhin interessiert, dann zieht euch auf jeden Fall die beiden Videos hier auf der Seite rein. Ansonsten könnt ihr natürlich auch meinen Kanal durchstreben und dort werdet ihr viele, viele weitere Videos finden zum Thema Werkstatt einrichten und vieles mehr. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz sicherlich im nächsten Projektvideo wieder. Macht's gut!